geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays, Freunde. Ich mache heute ein kleines Experiment und zwar, ich bin wirklich extrem leicht angetrunken. Also ihr werdet es wahrscheinlich überhaupt gar nicht merken. Wie viel hast du getrunken? Einiges. Was hast du getrunken? Wodka und Bier. Aua. Ich habe so 3-4 Bier getrunken. Ihr wisst ja, ich trinke eigentlich nicht so oft, deswegen sind bei mir 3-4 Bier schon etwas mehr, also zumindest mehr als bei manchen anderen Leuten eventuell eine Flasche Wodka wäre. Naja, okay, so viel auch nicht. Aber ihr wisst, was ich meine, ich bin so ein bisschen anfällig und ich habe mir jetzt gedacht, ich habe heute noch gar kein Fortnite gespielt, noch keine Sekunde. Ein bisschen Monitor anders ausrichten, sonst drehe ich komplett durch. Die letzten Tage zocke ich aber richtig, richtig viel und gestern zum Beispiel war auch ein richtig stabiler Fortnite-Tag. Also ich habe 3 Monate nicht gespielt, gestern schon wieder die 10 Kill-Runden rausgehauen, deswegen, ja, ich weiß, 10 Kills ist jetzt nicht ultra krass, aber für mich, ich bin zufrieden mit 10 Kills, bin ich ehrlich zu euch. Ich werde mich auch langsam da steigern, wahrscheinlich. Und ja, ich werde jetzt eine halbe Stunde aufnehmen, genau eine halbe Stunde, und die besten Momente, die ich jetzt hier erzeuge, oder die lustigsten, werde ich euch jetzt auf jeden Fall zeigen. In einer halben Stunde werde ich in diesem Zustand wahrscheinlich so an die 10 Runden schaffen. Ja. Boah, ich hasse das. Eine Runde, wo nur 90 Leute am Anfang an drin sind. Da kann man eigentlich direkt auch schon wieder quitten. Egal. Let's go. Ich habe ja damals schon mal angetrunken Black Ops 3 zum Beispiel spielen gemacht und so. Das kam auch eigentlich nicht schlecht bei euch an, deswegen why not? Das ist ja wie gesagt jetzt nicht so, dass ich weiß, es werden trotzdem viele Dislikes da lassen und sagen, wie kann man nur betrunken ein Video machen? Ich war noch nie betrunken. Das letzte Mal, als ich betrunken war, war 2004. Klar, wird es sowas immer geben, Leute. Aber ich habe einfach Bock drauf. Why not, Freunde? Why not? Also, wir chillen einfach ein bisschen und haben einfach ein bisschen Spaß. Ja, Doppel-AR, Leute, man kennt es. Besser als jede Double-Pump. Ja, Jagdgewehr ist natürlich blöd. Hui. Okay, wie viel HP hast du noch, Digga? Zeig mal. 7. Oh, ich will noch sehen, wie er stirbt. Komm schon. Ich habe auch schon wieder meine Fortnite-Spackungen, Leute. Dass ich wieder... Ach komm, kann man sich nicht angucken. Dass ich wieder komplett reinrushe. Dass ich wieder am Anfang direkt ohne 4 Kills nach den ersten 10 Sekunden... Zählt die Runde für mich schon wieder nicht. Ihr kennt es, Leute. Aber so bin ich halt nun mal. Vielleicht kommen wir heute sogar einmal in den Endkampf. Wäre ja eigentlich ganz nice. Vielleicht bin ich ja sogar leicht angetrunken. Besser, als wenn ich nüchtern spiele. Das wäre natürlich ein... Ich will jetzt nicht sagen traurig, aber doch schon so ein bisschen. Wie Solution immer gesagt hat, ich bin Sternhagel voll Milchstraßen-Style. Wer den versteht, lasst mal ein Like da, und wer nicht, der geht weiter. Komm, geh weiter. War weiter, du Pisser, ey. Leute, bei dieser Flugrichtung muss man eigentlich tiltet gehen. Aber damit wir jetzt auch mal ein bisschen weiterkommen, komm, wir gehen einfach jetzt mal Pleasant Park raus, damit ich mal ein bisschen was Neues mache. Ich mache immer das Gleiche sonst, ich weiß. Ich liebe es einfach, in Tilted runterzugehen, weil ich einfach so, ja, von COD diese Action einfach krass gewöhnt bin, Leute. Aber was willst du machen? Gehen wir jetzt mal entspannt hier bei Pleasant runter. Flattern hier mal so... Oh Gott, okay, never mind. Ich dachte, hab mich gerade komplett verschätzt. Okay, wisst ihr was, dann gehen wir einfach mal hier runter. Wo auch immer wir jetzt hier gerade sind. Ich war hier noch nie, aber ist ja auch egal. Mal gucken, ob ich hier mit jemand anderem noch runtergehe. Tatsächlich ist da jemand, glaube ich, oder? Da drüben? Ja, sind sogar einige, okay. Wisst ihr was, wir scheißen erstmal auf die Kiste, weil das ist wichtiger gerade. Das ist immer der Moment, man darf nicht zu lootgeil sein. Monte will dich gar nicht dissen, aber eins kannst du nicht leugnen. Du warst öfter drin im Schiff, die Chefsalzen deiner Freunde. Deswegen fliegen wir natürlich auch mal nach Schiff, die Leute. Man kennt ihn. Um einfach mal zu schauen, was da so abgeht. So, ein bisschen hier so. Ja, so müsste das eigentlich passen. Gucken wir mal, wo wir da jetzt ankommen. Wahrscheinlich in der letzten Ecke. Beziehungsweise bin ich gar nicht so gut geflogen, wie ich dachte. Deswegen machen wir mal kurz hier den Rückwärtsmodus. Drehen uns nochmal ganz schnell, damit wir ein bisschen schneller runterkommen. Komm runter, ey! Aber komm mal runter! Komm runter! Jetzt am besten mal mehr als 2 Kills machen und dann sterben und auch nicht im Baum landen am besten. Na, gehst du zu der Kiste? Okay. Ich bin ja seit neuestem ein großer Submachine Gun Fan. Genau aus diesem Grund. Komm her, Boah! Okay, Leute, so krass. Fängt hier ja eigentlich sonst nicht an. Also Leute, ich würde sagen, das waren mal schöne, schnelle 3 Kills. Übrigens, die Dualpistolen werden komplett unterschätzt, finde ich. Ich glaube, jetzt haben wir genug Zeit, um hier erstmal alles zu looten, oder? Ist ja auch jetzt nicht die geilste Lootstadt. Wobei Monte natürlich drauf schwört und sagt, Ehrenbruder Schiff, die gibt immer gut. Bauen wird gleich richtig lustig, wenn ich dazu komme. Oh mein Gott. One frozen wasteland later. Oh. Die neue OP-Kombination, Leute. Ich hab sie. Shotgun, Tommy Gun, Leute. Das ist so krank. So, erstmal jetzt den Loot genießen. Material muss natürlich noch deutlich mehr her. Hier war der erste Kampf. Es waren noch Zeiten. Ich finde Tommy Gun, also die Trommelsturmgewehr oder wie die jetzt heißt, so eine krass geile Waffe. Oh, Leute, besser geht's ja nicht mit der Zone. Das war blöd von dir, Digga. Da standst du echt im falschen Winkel. Was ist das denn hier?
Das wäre doch gar nicht nötig gewesen jetzt. Jetzt eine Falle laufen wird so ultimativ wehtun. Na Leute, dann schauen wir doch mal weiter. Ich würde sagen, wir laufen nach Greasy. Sonst immer in jedem Scorpion-Plays-Video, wenn ich Fortnite mache, in Tilted. Deswegen gehen wir nach Greasy. Greasy Grove im Übrigen, nicht Greasy Groove. Wenn jemand Greasy Groove sagt, kriege ich wirklich richtig, also Bauchschmerzen im unteren Bereich, fast schon am Glied. What? Okay Leute, also bei dem Loot darf ich jetzt eigentlich nur keinen One-Shot kassieren. Und eine bessere AR wäre auch noch ganz nice. Ich habe ja noch so eine psychische Störung, Leute. Wenn ich Leute aus Greasy kommen sehe, habe ich keinen Respekt vor denen. Ich denke mal, die können gar nicht so gut sein. Kein Material mehr. Das ist ein nices Upgrade. Ich hätte das Jump Pad vorhin nehmen sollen, ich Idiot, ne? Vielleicht ist das sogar eine gute Runde, Leute. Das wäre natürlich richtig korrekt. Da hinten baut jemand. Was macht der da hinten? Ja, jetzt ist eh runtergefallen. Zwei Hits immerhin. Du willst dein Loot, Digga, ich weiß es. Ja, okay, wo bist du? Kein Jump Pad, Digga. Oh fuck, 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 fuck. Okay. Okay, ich muss das Medi gleich nehmen, bei ungefähr. Oh Gott, scheiße, wenn die Zone anhält, macht sie 5 Schaden, oder? Schnell, 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 schnell. Nein, Leute, seht ihr das? Oh. 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 Nein! Ein Meter vom Ende der Zone! Ein Meter vom Ende der Zone! Okay, der hätte mich sowieso getötet, na gut. Ich dachte die ganze Zeit nicht, dass das jetzt schon so kritisch ist an diesem Zeitpunkt. Okay, ich würde sagen. Eine Runde geht noch. Jetzt mal ohne Scheiß, Leute. Ich merke gerade eine Sache. Wenn man sich so hart konzentrieren muss, dann wird man irgendwie, also sofort nüchtern, habe ich so das Gefühl. Beziehungsweise, was heißt nüchtern? Ich bin ja nicht angetrunken, also ich bin ja nicht betrunken. So dieses leichte Angetrunkensein. Und jetzt kommen die Leute hier mit schlechter Vorbildfunktion. Also wer in seinem Leben noch kein Alkohol getrunken hat, kann ja sein. Grüße an dich, gehen auf jeden Fall raus. So, ich merke, man wird einfach so langsam, aber sicher. Also man kann sich gar nicht so scheiße konzentrieren. Ich meine, viel schlechter als normalerweise. Ich hätte jetzt aber gesagt, das ist noch schlimmer. Ich glaube, dass so eine Notsituation simuliert wird, Leute. Ew. Wahrscheinlich, oder? Hätte ich einfach das Jump-Pad am Anfang aufgehoben, hätte es wahrscheinlich anders ausgesehen. Aber naja, was soll's. Und wir fliegen jetzt mal eine Runde nach Salty. Das ist doch Schicksal. Wir haben jetzt sogar, wir haben Skin auf zufällig gestellt. Und Rücken auch auf zufällig. Und wir haben jetzt genau den... Best Skin ever! Mit der richtigen Rückenbedeckung quasi. Digga. Wir fliegen ja genau gleichzeitig, Mann. Er blockiert so hart, Junge. Was ist das? Okay, Salty sind auf jeden Fall, war nicht meine private Idee, Leute. Wir müssen jetzt natürlich direkt hier oben was bekommen. Ja, das ist unfair. Okay, Leute, komm, schon eine Runde noch Pleasant Park hier. Kann ja wohl nicht wahr sein, Alter. Mein Gott. Okay, jetzt komme ich eigentlich ganz gut rein hier für Pleasant Park. Ich werde jetzt wahrscheinlich allein um dieses erste Haus schon mit mindestens 3 Menschen kämpfen müssen. Egal, wenn ich jetzt in die... Oh Gott, da oben wäre es so lecker gewesen. Gib mir auch eine Shotgun jetzt. Ja, Tommy Gun ist auch gut. Du hast eine Shotgun, ich weiß. Let's go, Baby. Komm her. Okay, nice. Erstes Haus gehört mir. Ich hoffe, ich werde immer noch bedroht. Bye, have a great time. Boah, Pleasant war echt lange nicht mehr so voll, Digga. Ohne Witz. Warte, was für ein nicer Anfang. Was für ein Start hier in Pleasant Park, Leute. 6 Leben gönne ich mir aber sowas von. Pleasant gehört immer noch nicht ganz mir. Wo wurde ich angeschossen? Vom Designerhaus, okay. Die kämpfen da hinten, Leute. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Da heizt sich gerade sowieso. Das war es aber safe noch nicht, oder? Ich hab das Gefühl, einer ist hier noch, Leute. Der campt hier locker irgendwo. Ist ein richtiger Noob wahrscheinlich. Warten wir kurz, bis die nächste Zone kommt. Der Loot liegt echt scheiße, aber ich bin gierig. Wir gehen weiter, Leute. Wir gehen weiter. Hier ist direkt einer neben mir. Ist der auf dem Loot Lake? Ne, er ist näher an mir. Er ist da unten direkt. Wäre schon lecker, sich da jetzt einfach mal einzumischen. Weil hier oben fühlt man sich so safe. Hast du dieses Haus, weil hier diese scheiß Musik läuft. Ey, was ist das hier, Mann? Der ganze Raum ist auf einmal offen. Der ist irgendwo unter mir, Leute. Nein!
Oh mein Gott. Nein! Nein, Leute! Das war der 10. Kill. Er sniped mich, Leute, beim 10. Kill. Oh, welcher Platz war ich denn jetzt? Ah, scheiße, Leute. Egal, 10 Kills habe ich wenigstens noch gemacht, Leute. Schade, dass es jetzt nicht geklappt hat, den Win zu holen. Ah, belastend. Egal, lasst ein Like da, haut rein. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.